erzähl dir jetzt auch was. Ich war bei der Thai-Massage, hast du das mitbekommen von meinem Mann? Ich finde das auch total schön. Okay. Aber so geschnappt nach. Ja, aber trotzdem hat man ein Trauma. Also ich voll. Konnte erstmal gar nicht. That I don't wanna be your girlfriend, girlfriend. No, I don't wanna be your girlfriend, girlfriend. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Reisa schläft. Ich bin heute verabredet mit der lieben Sivin. Ich stehe jetzt gerade vor der Tür. Habe gerade Brötchen geholt. Wir frühstücken heute zusammen. Soll ich euch mal zeigen? Das da mit den Körnern sind mein Lieblingsbrötchen. Und ein paar Rosinenbrötchen für die Kinder. Und dann habe ich ihr noch einen Beckmann mitgebracht als kleines Gastgeschenk. Und ja, ich habe voll Hunger, Kaffeedurst und so. Ich habe noch nichts gegessen. Gehen jetzt ein bisschen spazieren, aber erstmal müssen wir ein bisschen was frühstücken. Ich packe jetzt erstmal den Kinderwagen aus und dann gehe ich hoch. Wir sind angekommen. Tada! Hello! Erstmal musste der kleine Edi essen. Ja, so jetzt sind wir dran. Genau. Hast du toll vorbereitet. Danke, liebe Nina. Hier, ich hatte schon erzählt, das ist mein Lieblingsbrötchen. Ich habe direkt extra zwei mitgebracht. Für dich auch. Ich weiß nicht, was isst du denn? Ich habe auch ein Croissant mitgebracht. Du, ich bin total unkompliziert. Ich esse alles. Total unkompliziert. Ich nicht so. Ich trinke meinen Kaffee mit Hafermilch. Habe ich leider nicht da. Da muss halt die normale Milch her. Die gute Bärenmarke. Jetzt muss ich Werbung einblenden. Toll. Leiser isst ihr Brötchen. Baby Eli schläft? Ja, er schläft. Und der Vater. Eine wichtige Information, die ich hier vorher enthalten. Hochinteressant. Sivin hat gesagt, sie hat speziellen Zucker, der eigentlich gar kein Zucker ist. Genau, Birkenzucker. Sag das nochmal. Birkenzucker. Ja, besteht aus 0 Gramm Zucker. Das heißt, wir können das ja alles essen. Und ist auch süß trotzdem. Genau, ist süß nur. Ich muss gleich mal probieren. Ja. Also Sivin trinkt das immer mit in den Kaffee. Im Kaffee? Genau. Also ich backe sogar damit. Echt? Mhm. Ich habe jetzt auch noch einen Special-Tipp für dich. Und? Also sie hatte das gegessen wegen der Schwangerschaftsdiabetes. Ja. Ne? Wie alt ist der kleine Eli jetzt? Der ist jetzt 3 Monate alt, der kleine Mann. Pass auf, ich erzähle dir jetzt auch was. Ich war bei der Thai-Massage, hast du das mitbekommen von meinem Tee, mit meinem Klitoris-Tee. Und zwar hatte die mir doch... Genau, das war so genial. Mein Klitoris-Tee habe ich, glaube ich, auf YouTube noch gar nicht erzählt. Der ist echt lecker. Das sind so Blüten, blaue, und der Tee wird halt blau. Und sie hatte mir Stevia mitgegeben. Hattest du das auch gesehen? Hast du das auch gesehen? Hast du meine Story auch gesehen? Ja, natürlich, liebe Reda. Und zuerst dachte ich, mit diesem Klitoris-Tee hast du dich irgendwie versprochen oder verschrieben. Und dann so, wirklich, Klitoris-Tee? Ja, das steht da wirklich. Also Schamblumentee heißt er. Und zwar ist Stevia, ich kannte das vorher, dass das so aussieht wie dieser Zucker da hinten. Ja. Aber Stevia sind so Blätter tatsächlich. Und die gießt du nur mit Wasser auf, also mit heißem Wasser. Ah. Und lässt das in der Tasse drin den ganzen Tag und kannst somit immer alles süßen. Und damit kannst du auch backen. Aha. Und das ist richtige, natürliche Süße. Echt? Das wusste ich zum Beispiel jetzt nicht. Hätte ich dir mal mitbringen. Nächstes Mal bringe ich dir was mit. Nee, aber das ist echt gut. Was denn, Mäuschen? Die kleine Maus. Sie zeigt mittlerweile mal das, was sie will. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein Schritt weiter. Schmeckt's? Voll süß. So, wir sind jetzt spazieren. Wir vier. Wir haben da hinten übrigens hier in dieser wunderschönen Location ein Foto gemacht, gerade auf der Bank da hinten. Schau mal, wie schöne Farben und so. Könnt ihr auf Instagram sehen. Ich wollte nochmal sagen hier, habt ihr schon den Kinderwagen gesehen, wie krass hier, die Felgen. Die blinken einen richtig, die blenden einen quasi in der Sonne. Voll nice. Und dann kommt meiner, direkt mit ein bisschen Hunde. Dingens aus. Matsche. Das ist Hundekacke. Und deiner, da denkt sich die Kacke auch so, nee, da wollen wir nicht dran. Kinder schlafen brav. Einmal Engelchen 1, Engelchen 2.
Oh, wie gemütlich das aussieht. Ich würde so gerne da drinnen liegen. Ja, ne? Ich würde auch den ganzen Tag durchschlafen. Ups. Entschuldigung. Nein, durch die Mitte. Ja. Okay. Danke. Jo. Hier in Köln sind die Menschen sehr lustig. Ja, voll nett. Hätten jetzt auch meckern können. Ja. Ne? Hier ist übrigens ein Hundefeld, ne? Hundewald, ja. Hundeauslauf. Hundekackerwiese, wie die Ilana sagen. Hundekackerwiese. Aber echt schön. Und ich habe ein bisschen Schiss vor großen Hunden, deswegen gehen wir jetzt wieder. Genau. Nee, wirklich, ich habe da ein bisschen Respekt vor. Vor allen Dingen, wenn ich mit Kinderwagen unterwegs bin, habe ich ein bisschen Schiss. Ich bin ein kleiner Schisser, Sevin. Ja, ich auch. Jetzt ich wurde schon zweimal von einem Hund gebissen, Nina. Also ja, ich auch. Von Bernhardiner. Was? Mhm. Und ich diese Riesenteddyhunde. Wie heißen die? Riesenteddyhunde? Ja, so nicht. Ja, Teddyhund. Nicht diese kleinen Hunde. Du meinst diese Riesenteddyhunde? Diese, genau, diese Riesenteddyhunde. Diese süßen, gefährlichen. Ja, wie heißen die denn? Die haben so eine ganz dunkle Zunge. Die sind eigentlich total lieb, aber... Nee, weiß nicht, was du meinst. Ich blende mal das ein. Also du schickst mir ein Foto davon. Ja, okay. Und ich blende das ein. Okay. Und einmal wurde meine Jacke zerfetzt. Oh, die Kamera ist voll dunkel. Ne? Ach so, die Jacke zerfetzt? Ohne Scheiß? Ja. Also hinten in die Jacke gebissen. Noch ein anderer Hund. Echt? Ja. Oh mein Gott. Ich bin so schockiert. Ich baue direkt einen Unfall. Warum ist meine Kamera so dunkel? Dunkel. Jetzt besser. Jetzt ist gut, ja. Ist die Haut auch weich gezeichnet, ne? Jetzt sehen wir besser aus, scheiße. Hätte ich es mal vorher gewusst. Ich habe die Kamera ja nur 2 Jahre. Nee, was wollte ich sagen? Ach so, ist das vor kurzem passiert mit dem Hund? Nein, da war ich noch klein, deswegen. Oh so. Also mit 3 wurde ich von diesem riesen XXL-Teddyhund angefallen. Und du hast das nur noch so in Erinnerung, dass das ein Teddyhund war. Das war bestimmt Riese. Das war bestimmt ein Pitbull oder so. Weil das war bestimmt ein kleiner Dackel, boah, weil Nina. Du auch so groß warst. Nee, jetzt komm mein jetzt. Okay, nee, ich wurde auch von einem Bernhardiner gebissen. Mal, aber nicht richtig, sondern der hat mich so geschnappt, weißt du? Ja, auf dem Bauernhof. Warte mal, deine Zuschauer, die wissen das bestimmt noch nicht. Deswegen habe ich ja hier eine kleine Narbe. Da fragen mich alle, ob ich so ein Piercing mal hier hatte. Siehst du das? Diesen Punkt? Ja. Ja. Da der Hund, ja, ich wurde ins Gesicht gebissen, Nina. Was weißt du, warum ich so entstellt bin? Oh, entschuldige. Ich dachte, ich habe das auch noch witzig genommen, ne? Tut mir leid. Nein, also mich hat der, das war auf so einem Bauernhof, so ein Zwinger Bernhardiner okay. War das, der hat mich aber so geschnappt. Aber wo hat er denn Hand, Fuß, nicht Kopf. Richtig gebissen, nee. Okay. Aber so geschnappt nach ja, mir. Aber trotzdem hat man ein Trauma. Also ich voll. Konnte erst mal Garten anfangen, ja. Weil ich so eine Angst hatte. Sorry. Ja. Aber mittlerweile geht's wieder. Okay. Nina, lachst du etwa? Ja, aber mich selber. Ich sag mal, bis später. Besser ist das. Hi Leute, nächster Tag, nächstes Glück. Neuer Tag, neues Glück. Ich bin jetzt hier in der Stadt, in Düsseldorf. Ich habe 100 Jahre gebraucht, um einen Parkplatz zu finden. Ich treffe mich jetzt hier mit Alex und Luis und Liza. Ich war gerade einkaufen, wir mussten heute so ein bisschen die Aufgaben splitten, weil Luis heute ein Fußballspiel hatte. Und wir gehen jetzt ein bisschen shoppen, Kleid kaufen für die Hochzeit von meiner Schwester. Ich hoffe, ich finde heute was, weil es ist nicht mehr lange Zeit und ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich war noch nie Trauzeugin erstens. Meine Schwester, ich habe meine einzige Schwester heiratet, das ist ein ganz besonderer Tag. Und ich habe überhaupt noch gar keine Vorstellung, was ich überhaupt anziehen soll. Ich will jetzt nicht irgendwas anziehen, das ist ja was Spezielles. Toller Tag. Für Luis und Liza habe ich schon was, Alex hat ja sowieso. Und ja, gehen wir mal los, ne? Ich glaube, wir essen erst was, Mittag, und dann gucken wir weiter. So ist die Familie wieder zusammen. Kommt der Stein hier in die Mitte? Dann müssen wir versuchen. Alles klar. Erzähl mal bitte, Schatz. Luis hat Fußball gespielt, 4 Tore geschossen. Warte mal. Luis hat 4 Tore geschossen. Als einziger. 4 gegen 4, aber trotzdem hast du 4 Tore geschossen. Nee, nee. Ist das deine Belohnung? Krieg ich auch ein Stück. Du hast gefragt, ob ich das essen kann, ne? Das würde ich gerne nehmen.
Einmal Alex Stärkung, was ist das? Eintopf? Linseneintopf. Linsensuppe. Und für mich gibt es eine Kürbissuppe. Leisa und Alex sind jetzt bei dem zweiten Stück Kuchen. Beim ersten Pflaumen und Alex will gleich noch Apfel. Kirschspeise. Du willst gleich noch Apfel streuen? Ja. Wenn der auf Toilette ist, esse ich jetzt einfach ein Stück. Das ist doch einfach der Wut zugebracht. Ciao. Wenn ich jetzt renne, könnte ich es bis nach Amerika schaffen. Schnell in den Flieger, weg wäre ich. Guck mal, ich habe das schon mal gefunden. Das finde ich eigentlich schön, würde ich einfach nur mal gerne anziehen. Aber es ist ein bisschen too much, oder? Ja. Ja. Aber schön ist es. Ich finde das auch total schön. Wenn Lea jetzt halten würde, dann so im Sommer, so könnte ich das dann ziehen. Aber ich glaube, hier sind wir falsch. Herr Kameramann, hallo. Ich bin kurz eingeschlafen, ich bin müde. Gewaschen. Ich habe gerade ein paar Stories gedreht für eine coole Kooperation. Die musste ich auf Englisch machen. Das hat mir den Rest gegeben. Ich kann Englisch verstehen, aber so vor Kamera reden ist nicht so einfach. Alex ist gerade mit Leisa spazieren und Luis ist bei einem Kumpel. Wir gehen gleich zum Theater. Peterchens Mondfahrt. Und ich wollte vorher noch mal schnell online gucken, ob ich da was finde für die Hochzeit für meine Schwester. Weil da, wo wir waren, das war nichts. Das war alles ein bisschen zu schick. Too much. Ich will ja auch nicht schicker aussehen als die Braut an sich. Es ist ja auch nur Standesamt erstmal. Kirchlich wird ja im Sommer geheiratet. Meine Kamera wird die ganze Zeit dunkel. Ich verstehe das nicht. So. Wenn ich weggucke, ne? Dann wird die dunkler. Also, dann schauen wir mal nach. Gucken wir mal hier. Alles irgendwie ein bisschen zu schick. Ist gar nicht so einfach. Standesamt. Also ich habe jetzt hier mal ein paar Favoriten rausgefunden. Ist schon ein bisschen später, deswegen ist hier ganz dunkel. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, weil ich habe voll das Problem bei Hochzeiten. Ich trage ja super gerne schwarz und weiß. Und das ist ja auf Hochzeit nicht so gestattet. Keine Ahnung, macht man nicht so. Wo ich das eigentlich ziemlich schön finde hier. Was haltet ihr von dem? Könnte eventuell ein bisschen kurz sein. Und das fand ich eigentlich auch ziemlich schön. Das ist so One Shoulder.
Nur mit einem anderen Gürtel. Ich würde hier die Schleife wegmachen und einen anderen Gürtel anziehen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Farbe geht noch. Oder ein rotes Kleid. Ein pinkes. Mit, was meinst du, Schatz? Pink, rosa. Ich habe hier ein schwarz-weißes. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Ein etwas schickeres. Dann würde ich vom Schmuck her nicht so viel machen und von den Haaren nicht so viel. Auch sehr schön. Oder ein grünes, das fand ich auch ziemlich schön. Also ich habe noch nicht so das Wahre gefunden irgendwie. Hey Alex, willst du einen Knoppers? Ja. So, ich hatte das nämlich letztens, hat er gesagt, wer was wollte ich, soll ich zuwerfen nochmal? Auch einen Knoppers. Ja. Da saß Alex ja auf der Couch. Da saß ja Alex ungefähr da und ich war in der Küche. So ganz locker zugeworfen. Pass auf, ich werf jetzt, warte. Ey Alex, willst du einen Knoppers? Jo. Okay, das war ein Satz mit X. So, jetzt aber, pass auf. Ey, Schatz, willst du einen Knoppers? Ja. So, eins, zwei, drei. Warte. Du musst das einfach werfen. Ja. Okay, eins, zwei, drei, zack und fertig. Ach so, ja, okay. Ja. Okay. Cut. Versuch Nummer drei. Alex dachte, ich darf nicht zählen. Okay. Ey, Schatz, willst du einen Knoppers? Ja. If I'm a mad boy.